Heute bin ich in Etteln. Etteln liegt im Altenautal südlich von Paderborn und gehört zur Gemeinde Borchen. In Etteln wohnen knapp 2000 Einwohner. Die Altenau fließt durch Etteln und wurde von 2004 bis 2008 renaturiert. Der Ort ist bäuerlich geprägt. Zur Erholung kann man wandern, Radfahren und reiten. Für Übernachtungen laden Gasthäuser und Pensionen ein. Diese Bilder zeigen jetzt die Altenau vor, während und nach der Renaturierung. Nach dem Hochwasser 1965 begann die Planung. Bevor die Altenau-Regulierung durchgeführt werden konnte, mussten eine Reihe von landwirtschaftlichen Betrieben umgesiedelt werden. Nach dem Abriss der Gebäude konnte erst mit der Renaturierung begonnen werden. Und so schön sieht das jetzt aus. Ich starte die Drohne am Mühlbachtal. Unten das Haus steht im Mirsch. Oben hinter der Baumreihe ist das Wohngebiet auf dem Kerslar. Schwenkt nach links die Häuser am Mühlbachtal mit Weitblick zur Kirche. Unten das Mühlbachtal und zwischen den Bäumen fließt die Altenau. Rechts oben das Wohngebiet auf dem Kerslar. Vor uns die Häuser an der Kirchstraße und oben rechts die schöne Aussicht mit Schwenk zur Dorfmitte. Oben die Kirchstraße, rechts im Mirsch, links Mühlbachtal. Zwischen den Baumreihen die Altenau, dahinter die Straße an der Altenau mit Weitblick zum Rahmental und Bornweg. In Etteln gibt es ganz viele Vereine, zum Beispiel der Sportverein SV 23 hat ca. 750 Mitglieder in vielen Abteilungen, Breitensport, Tischtennis und Fußball. Das ist das Neubaugebiet auf der Großen Route und die Häuser an der Altenau. Nun bin ich am Lechtenberg. Links die Häuser, schöne Aussicht und am Turnplatz. Schwenk nach rechts mit Weitblick zur Dorfmitte. Rechts unten die Westernstraße. Neubürger sollten sich zum Beispiel einen Verein suchen. Der Schützenverein bietet sich an mit ca. 600 Mitgliedern. Die katholische Kirchengemeinde Etteln und ihre schöne Kirche. Die wurde 1748 gebaut und 1953 erweitert und umgebaut. Der Barockaltar mit den Gemälden von der Himmelfahrt und Krönung Mariens. Im linken Seitenaltar sieht man das Bild der Kreuzauffindung. Im rechten Seitenaltar ist Maria als Rosenkönigin dargestellt. Diese Stele wurde zum Gedenken an das Hochwasser 1965 neben der Kirche aufgestellt. Nun der Blick auf die Westernstraße, den Bökerweg, auf der Schanze, am Solmerge, Hirgenstraße, im Winkel bis zur Westernstraße. In Etteln gibt es noch viel mehr Vereine, zum Beispiel der Imkerverein. Mit 54 Mitgliedern sorgt für guten Honig. Der Heimatverein und Verkehrsverein mit 200 Mitgliedern. Die Landfrauen mit 130 Mitgliedern. Der Tambourkorps mit 50 Mitgliedern. Wir machen Musik. Blaskapelle Etteln sorgt mit 48 Mitgliedern für Marsch- und Unterhaltungsmusik. Mit Musik geht es weiter. Zwei Gesangsvereine. Der Frauenchor Taktvoll mit 30 Sängerinnen und der Männerchor Cecilia mit 20 aktiven Sängern. Jetzt starte ich am Sportplatz mit Rechtsschwenk über den Bohmweg, Hirgenstraße, Kirchstraße bis Kattenecke. Etteln ist der Ort mit der höchsten Dichte an privaten Solaranlagen auf dem Dach. Sehr löblich. Bei den Vereinen darf der Förderverein der katholischen Schule und Etteln aktiv mit 54 Mitgliedern nicht vergessen werden. Eine Grundschule gibt es natürlich auch,
mit mehreren Klassen und 47 SchülerInnen bis zur 4. Klasse. Den Löschzug in Etteln darf man nicht vergessen. Mit 38 aktiven Mitgliedern und 3 Fahrzeugen kommen sie schnell, wenn es brennt. Was auch immer. Weitere Vereine. Angelsportverein mit ca. 35 Mitgliedern. Die KÖB sorgt für Bildung mit Büchern. Die KfD mit ca. 100 Mitgliedern und der Reitverein. Mitglied ist auch Hubertus Schmidt, der Olympiagold geholt hat. Etteln ist gut aufgestellt. Für die Grundversorgung gibt es zwar keinen großen Supermarkt, aber einen Bäcker mit Lebensmittel, Fleischerei, Getränkemarkt, Blumengeschäfte, Tankstelle, Autohaus, Friseur. Landwirtschaftliche Produkte können direkt vom Hof gekauft werden. Eine Postagentur, eine Volksbank, Gastronomie, Computergeschäft, Raumausstatter, Fahrschule, Reisebüro, viele handwerkliche Betriebe und eine Versicherungsagentur. Den Kindergarten habe ich fast vergessen. Den gibt es natürlich auch, mit 62 Kindern ab dem Sommer. Alle Häuser und landwirtschaftlichen Betriebe im Außenbereich wurden mit Glasfasern versehen. 60 Bürger haben 3400 Stunden ehrenamtlich erbracht. Nun starte ich die Drohne am Talweg. Links, Mitte, unterm Berge, unten rechts der Talweg mit Weitblick zum Zentrum. Das Kreisschützenfest 2004 wäre fast wegen Starkregen ins Wasser gefallen. Landwirte waren stark gefordert und danach konnte bei strahlendem Sonnenschein doch gefeiert werden. Nun bin ich am Rahmental und Bornweg mit Weitblick zur Dorfmitte. Nun bin ich in der Dorfmitte auf dem Schulgelände, vor uns auf dem Bühl. Ein Schwenk nach rechts, oben der Bornweg. Dann kommt der Friedhof, dahinter die Straße ist der Hissenberg. Jetzt kommt das Autohaus und die Tankstelle an der Kirchstraße. Unten das Gemeindehaus und der Dorfplatz. Danach kommt die Schulsporthalle. Und das Wohngebiet an der Kirchstraße. Und dann kommt das Schulgebäude und wieder die Straße auf dem Bühl und Bühlberg. Und hier nochmal alles mit Beschriftung. Was jetzt kommt, habe ich noch nirgendwo gesehen. In Etteln gibt es ein E-Fahrzeug, das jeder Ettelner kostenlos mieten kann. Das wurde finanziert mit 65% EU-Mitteln und 35% hat die Gemeinde Borchen übernommen. Dankeschön dafür. Nochmal ein Rundblick über das gesamte Dorf. Das war dann auch mein Film über Etteln. Wenn er Ihnen gefallen hat, dürfen Sie gerne abonnieren anklicken. Diese ehemalige Mühle bei Gellinghausen wird in Kürze abgerissen. Diese Bilder sind nur als Erinnerung an die alte Mühle.